Ach, es gibt ja sowas wie Schnellreise, glaube ich, ne? Kann man das machen, Schnellreise? Für Schnellreise? Ach so, nur wenn man in einem anderen Hafen ist. Nein! Warte mal, wie kann ich denn jetzt nochmal umschalten zwischen sekundärer Waffe? Welche Taste war das? Irgendwie kann ich nämlich hier auch nochmal auf den Speer umschalten. Wartet mal, wie war denn das? Wie war denn das? Wie war denn das? Zack, zack. Außenkamera, Haltkampf von Kart. Nebenwaffe. Ah, Q. Da müsste jetzt nämlich der Speer wiederkommen. Nee. Ach so, ja, wir sind gerade in einem befriedigten Gebiet. Befriedeten Gebiet, da geht das natürlich nicht. So, abgeben. Renn, Minion. Guten Tag. Wenn ihr Metallwaren... Ich dachte, ihr kneift. Ich dachte, ihr drückt euch. Doch ihr habt mich eines Besseren belehrt. Ihr habt Kompaniekriegsschiffe aufgebracht und ausgenommen. Fast wie ein echter Pirat. Ach, jetzt hat er uns das Rezept für die Dinger gegeben, für die Reparaturkits, aber ist egal. Ich habe das Gefühl, dass man hier sowieso jetzt schneller Geld bekommt als in der ersten Beta. So, kleide dich neu ein und werde deinem aufstrebenden Piratenstatus gerecht nehmen. Ihr habt der Kompanie geschadet, euren Ruhm ausgebaut und euch den Respekt der anderen Piraten verdient. Aber ihr seht scheiße aus. Geht zu Florentin im Atelier. Die kleidet euch angemessen ein. Jo, machen wir mal schnell. Ist, glaube ich, hier oben gewesen. Hallo, hallo, hallo. Rüste deine neuen Verschönerungen in der Schneiderei aus. Ein neuer Stil gefällig, Monsieur. Ich habe gleich gesehen, dass ihr kein gewöhnlicher Pirat seid. Kommt, Florentine d'Alesso kleidet euch eurem wachsenden Ruhm angemessen ein. Ja, ich... heiß, aber eigentlich gerne eher simpel. So. Ausrüstung. Das sind komplette Sets dann. Und alle nicht so doll. Das geht schon halbwegs, ne? Schreckliches Das Wetter in letzter Zeit. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Einfach und piratisch. Oh, hier guckt man die richtig gut, ne? Nachher. So, welches war das? Das hier. Auswählen. 400. Ja, wie viel muss ich jetzt eigentlich... Wir fangen mal mit der Hose an. So, 400. Kaufen. Das ist ein guter Kauf. So, und den Hut. Reicht das für die Quest? Kommt wieder, wenn ihr etwas Geld übrig habt.
Das reicht noch nicht. Ich brauche mehr. Die Quest triggert noch nicht. Zurück oder habt ihr etwas an? Kehre in einer Piraten. Vielleicht reicht es ja doch. Das triggert vielleicht erst, wenn ich da bin. Ich will jetzt nicht mein ganzes Geld für Klamotten rausschmeißen hier. Denkt daran, wenn euer Ruhm wächst, sollte euer Stil mithalten. Ja. Stil. Kleider machen Leute. Schwachsinn. Zack. War das Ladesymbol, ne? Glaube ich. Das Wie läuft euer Tag, Pirat? Abgeben. Ah, ihr wart also im Atelier, aber Kleider machen noch keinen Piraten. Wenn ihr euch von anderen abheben wollt, müsst ihr euren Ruhm steigern. Dann bieten sich Gelegenheiten mit mehr Risiko und mehr Ausbeute. Wenn ihr einer Herausforderung nicht gewachsen seid, schmiede ich euch einfach etwas Tödlicheres. Macht weiter so, dann nehmen auch große Fische wie Skurlock bald von euch Notiz. Okay. Guck mal, wir haben schon Halunke jetzt. Ach so, aber es kann immer sein, dass es Halunke 1, 2, 3. Nee, dann würde da 1 stehen. Manche Rufe sind noch unterteilt. So, wir hatten jetzt irgendwie nochmal eine Kanone freigeschaltet. Ja, sowas, eine Halbkanone. Schwachpunktschaden, Schaden pro Schuss 132. Projektiergeschwindigkeit, Feuerrate. Schaden 500, Nachladen, Reichweite. Schwachpunktschaden, Projektiergeschwindigkeit. Ach, die anderen sind zum Beispiel schneller. Ich hab Stahl. Aber ich hatte doch... Ach, ich glaube, ich habe eine Halbkanone an sich bekommen und nicht... Ah, und das ist, glaube ich, immer der Vergleich. Ah, jetzt nicht. Das ist der Vergleich. Die hat zum Beispiel weniger Reichweite, weniger Schaden, aber eine höhere Projektilgeschwindigkeit. Okay. Basilisk. Vielseitige Kanone mit guter Reichweite Schaden. Effektiv für die Zerstörung von Segeln. Das ist ja interessant. Halbkanone. Bombarde. Werde ich, glaube ich, nicht mit... Eine Vollkanone. Kanonen mit langem Lauf für das Treffen weit entfernter Ziele. Okay. So. Trifft John Skurlock. Okay. Durch das Verfolgen eines Bauplans... Achso, die Materialien sehen. Ja, kennen wir auch schon. Da sind wir wieder. Guten Tag. Pass bloß auf, was du daran sagst. Dann Captain Krabbenhirn hier, kleben mir jetzt die Franzosen an meinem verschwitzten Arsch. Schafft ihn mir aus den Augen. Ich könnte wirklich einen neuen Captain gebrauchen. Ihr habt eure Nussschale eingetauscht. Man hört so einiges über euch. Ihr habt meine Schiffe im Hafen gesehen. Wisst ihr, wo sie hinfahren? Voll beladen mit Gewürzen, Ambra und anderen Kostbarkeiten? Sie machen die Überfahrt nach New York. Und im Gegenzug kriege ich von Töling alles an Silber, Vorräten und Waffen, was ich brauche. Solange der Pfeffersack seine Waren kriegt, kann ich auf dieser Insel tun und lassen, was ich will. Ich kontrolliere den Geldfluss und buckle von niemandem. Mhm. Piraten sind immer auch Zielscheiben. Wir sind die Feinde aller Nationen. Doch wenn ihr Gold scheißt, werden euch sogar die Piratenjäger den Arsch küssen. Bis zum jüngsten Gericht. Was ist Sprotte?
ergreift ihr diese Gelegenheit? Bitte, aber gebt mir keinen Anlass, noch einen Teppich zu ruinieren. Das wird langsam teuer. Übernehmt einen Auftrag und zischt ab. Okay, vermittelter Boden. Schmuggle Waffenpakete an das Seevolk? Ja, das nehmen wir an. Schafft ein paar Waffen zu meinen Verbündeten vom Seevolk und bringt mir im Gegenzug einige Informationen. Ich habe eine Übereinkunft mit dem Seevolk. Sie bekommen die Waffen, die sie brauchen, und ich bekomme diesen Hafen. Sie führen schon lange Krieg gegen den Fahrer-Clan, also passt auf. Die Fahrer werden Jagd auf euch machen. Wer gewinnt, ist mir egal. Ich mache große Gewinne mit dem Verkauf von Waffen. Warum für andere bluten, wenn man sie ausnehmen kann? Einige vom Seevolk bieten Waren, andere Informationen. Solange Krieg herrscht, steht die Vereinbarung. Also, bringt ihnen Waffen, um zu kämpfen, aber nicht genug, um zu gewinnen. Das ist eine wahre Goldgrube. Lasst sie nicht versiegen. Kapitalismus pur. Hier. Weinfässer. Alle. Na, viel zahlt er nicht dafür, ne? Ab mit euch. Das ist nicht viel, was du zahlst. So. Traue nie einem Piraten. Solange das Seevolk weiter Krieg führt, fährt Skurlock weiter profitieren. Schiff, Fracht verwalten. Ein paar Sachen wieder auspacken. Markieren, 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 markieren! Reparatursatz. Ach, das ist nochmal was anderes. Reparatursatz. Statuseffekte. Statuseffekte. Die Halbkanone. Lassen wir auch hier. So. Dann kann ich das nochmal auf dem Hotkey legen, auch die Statuseffekte. Das machen wir auf die 2. Skurlocks Verbündeten geht der Nachschub. Jetzt mal verkehrt. Gib dem Seevolk seine Waffen und sie singen wie Kanarienvögel. Also 1 ist reparieren, 2 ist Statuseffekte, okay. So, jetzt brauchen wir... Fahren wir erstmal hier hin. So, ich glaube, wir mischen uns erstmal noch nicht ein. Ach, ich wollte das Rezept für die Hulk schon markieren, irgendwie für die... Dings muss ich jetzt vergessen. Hier ist ein bisschen Eisen, das nehmen wir mal ganz kurz mit. Den Hai habe ich mit der Kanone weggehauen. Bin noch nicht ganz sicher, was dann sekundäre Waffen sind. Oder ich kann den Speer wirklich nur von dem kleinen Dauschiff da irgendwie einsetzen. Das kann auch sein. Ich glaube, hier gibt es auch das Rezept für die Dau. Den Bauplan. für die Hulk.
Manchmal liegen noch Sachen rum. Wir quatschen ihn erstmal an. Ja. Verfügbare Aufträge, vermittelter Boden. Das wird reichen. Relikt der Vergangenheit. Unsere Relikte sind in alle Winde verstreut. Bringt sie uns, Kapitäni. Ja. Schicksal in den Sternen. Ohne unsere Sternkarten sind wir nicht in der Lage, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Hättet ihr die Güte, uns zu helfen, die Schriftrollen zu finden? Jo, gibt ja Ruhm. Machen wir. Das sind Nebenquests. So, kaufen und verkaufen. Waffenbauplan, Reparaturset. Ah, dann kann man die auch erst kaufen, die Pläne, wenn man Gambakobe. Wenn man den entsprechenden Rang hat. Das kann man gar nicht vorher kaufen. Das ist teuer. Entdeckung gehen verringert. Nahrung. Das ist ja richtig teuer. Ach komm, wir verkaufen das alles her. So. Mögen euch die Wellen leiten. Jo. Schatzkarten führen zu vergräbenen Schätzen. Ah, machen wir ein andermal. Wir machen jetzt erstmal die Quest. Da triggern wir nämlich erstmal, oder damit bekommen wir, glaube ich, erstmal die meisten Punkte. Soldaten der Kompanie. So, dann erstmal hier hin. Kann ich nicht markieren. Warum kann ich das nicht markieren? Weil ich noch nicht auf dem Schiff war. Deshalb kann ich das noch nicht markieren. So ist das. So, jetzt. Jetzt kann ich das auch markieren. Ja, ja, Schatzkarte, Popatzkarte, später. Erstmal questen. Ah, hier ist so ein Sägewerk. Hier können wir handeln. Was gibt's denn hier? Akatienplanke. Brauchen wir nicht. Und weiter zur Quest. Oh, da kämpfen welche. Das ist der Fahrerclan. Hier könnten wir durchaus mal eingreifen und dem Seevolk helfen. Aber das sind zwei Schiffe. Jetzt habe ich die gerammt. Jetzt ist sowieso. Schnell, schnell, schnell Segel setzen. Warum hat er die eingezogen? Ich glaube, jetzt habe ich sowieso die an der Backe, wenn man die rammt. Das zählt als Schaden. Erstmal kurz weg. Das Beute. Da können wir uns einmischen. Das ist, glaube ich, nur ein Feind. Haben wir ein Seevolk?
Komm, da helfen wir mal. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht... Ah, okay, die haben es schon weggehauen. Dass ich nicht aus Versehen das Seevolk jetzt wegratze hier. Denn ich will hier erstmal anlegen. Ach, guck mal, hier ist noch was im Einsammeln. Ja, nehmen wir alles mit. 300 Öcken. Es ist, glaube ich, wirklich einfacher geworden jetzt hier mit dem Geld. Die Beträge sind ein bisschen höher, die man hier so bekommt. Ja, da müssen wir auch hin. So, liefere das Zeug ab. Und die handeln mit Eisen garantiert. Ja, das war klar. Ach, guck mal, die geben da sogar mehr für. So, jetzt müssen wir nach hier oben. Dahin. Und da ist was Schicksal in den Sternen. Was war denn das für ein Totenkopfsymbol? Was ist denn das? Jagd auf Halbsabschneiderwaren. Teilnehmende Entwische deiner Konkurrenz sichern dir die Schatzkarte, indem du beim Ziel Außenpass an Land gehst. Mindestschiff Rang 5. Ist das vielleicht PvP oder sowas? Gibt's überhaupt PvP? Ja, ne? Ich glaube, dass... Das war irgendwann auch als PvP gedacht, oder? Ich bin mir gerade aber nicht mehr so sicher. Guck mal, die sind schon kaputt. Entern! Kann ich nicht entern. Ah, ich repariere mal einmal. Wir haben genug Reparaturwerkzeug dabei. Oh, jetzt haben wir Vagabund erreicht. Vagabund 1. Und jetzt gibt es nämlich, glaube ich, mehrere Stufen. Vagabund... Nee, dann ist schon das nächste ist dann schon mit 4 Dingern hier. Auf, weiter, weiter. Aber mit Vagabund müssten wir jetzt die Hulk da bauen können. Die hat ein bisschen mehr. Ist eher ein Tanky-Schiff, also mehr Lebenspunkte und sowas, glaube ich. So. Hier ist jetzt irgendwo der Außenposten, genau. Ja, wieder voll gegen den Wind. Wir geben jetzt die letzten Waffen ab. Also man findet aber unterwegs ab und zu wirklich viel, also viel Gold. Also ich finde das wirklich, wirklich einfacher jetzt. Kann ich das plündern hier? Nein. So. Hier gibt es wieder ein bisschen was zum Sammeln. Kokosnüsse. Ja?
Vermittelter Boden. Die Lust am Jagen. Ach ja, das ist ja wieder das, wo wir mit der Dau dann arbeiten müssen. Für die Jagd braucht man Präzision und Geduld. Aber die gab es, glaube ich, 600 Ruf oder so. Das war nicht schlecht. So, gibt's hier das Schiff? Kutter. Ah, das ist auf Deutsch, glaube ich, jetzt. Das ist die Hulk. Last abnehmen. Stellt pro Sekunde schwerer Schaden. Das verstehe ich nicht ganz, aber... Gucken wir uns dann mal an. Kaufen wir auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen. Ne, das haben wir schon im Besitz. Ein Schiff, das andere... Bauplan bereits im Besitz, okay. So, was gibt's hier noch? Zimmerei. Brauche ich wieder mehr Ruf für Halbkanone 2, überlagerte Schuppen 2. Es braucht dann schon Bronzebarren. Schleifstein. Das kaufe ich mal, glaube ich, hier. Geheimnisvolle Truhe. Nicht genug monströser Zahn, okay. Ist wieder so eine Sonderwährung hier irgendwie. Guck mal, unterwegs habe ich ein paar Sachen gefunden. So. Leb wohl, Kapitän. Ich glaube, ich mache jetzt mal die Schnellreise zurück zu Murloc. Bereit, wieder in See zu stechen? Jetzt geht Schnellreise. Dann kriegen wir nämlich die Aufgabe mit den Händlerschiffen, glaube ich. Ihr zeigt Stärke. Ich sag Murloc? Skurlock meine ich. Die Lanitra-Ruinen gesehen? Da habe ich viel Geld gemacht. Was ihr mir gebracht habt, deutet auf einen Handelsvertrag zwischen den Franzosen und den Fahrer hin. Die Kompanie umgarnt den Fahrer-Clan mit Waffen. Doch warum lässt sich der Clan zu einer französischen Marionette degradieren? Da muss es um mehr gehen. Dieses Bündnis gefährdet alles. Wir müssen es zerschlagen. Für eine Sprotte seid ihr ein ganz schön gerissener Hund. Ich habe dasselbe gedacht. Doch wenn sich schon mit der Kompanie im Bett legen, müssen wir einen Streit unter Liebenden anzetteln. Meine Feinde machen einander den Hof und Händler des Seevolks bemerken es vor mir. Sind meine Spitzel blind und taub? Die Kompanie agiert im Schatten, während wir uns von der Sonne blenden lassen. Gute Arbeit. Sobald ich die Informationen aus meinen Spitzeln herausgeprügelt habe, gebe ich euch mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Piratenrunde. Die Kompanie hat auf der Roten Insel Fuß gefasst. Ihre Händler transportieren gestohlene Gewürze, Parfüm und Luxusgüter aus dem Indischen Ozean.
Überfallt die arroganten Pinkel. Sie spucken auf uns, als wären wir Hunde. Nehmt ihnen alles und trefft sie härter als die Pest. Okay. Nehmt ihnen das Leben, aber bringt mir ihre Waren. Mit Handel allein sind Töhlings Forderungen nicht zu erfüllen. Die Kompanie ist zum Pflücken reif. Schwer und wird von allen gehasst. Wir tun, was Piraten ebenso tun. Wir springen ihnen ins Gesicht und reißen ihnen den Silberlöffel aus dem Maul. An die Arbeit. Jo. Auf der Suche nach der Beute des Rado? Bemüht euch nicht. Sie ist weiter weg als der Feigling, der sie sich nahm. Uriko Freeman wird Held und Freiheitskämpfer genannt. Dabei war er ein Scharlatan. Hat uns alle belogen. Das Schwein hatte nie vor, den Schatz zu teilen. Piratenkodex am Arsch. Alle Piraten sind Ratten. Sie reißen dir die Augen aus, wenn sie dahinter Gold vermuten. Ich sollte Waffen und Vorräte nach Lanitra schmuggeln. Als ich meinen Zweck erfüllt hatte, war ich Freeman plötzlich egal. So ein großer Schatz und nicht mal ein kleiner Anteil für den alten John. Eines Tages wird diese Höhle in Saint-Tan viel größer sein als Lanitra. Und mein Name wird in aller Munde sein. Bewahrt euch dieses Feuer. Jo, beschaffe Bier. Aber wir gehen erstmal looten und gucken mal, ob wir uns das bessere Schiff bauen können. Sohn der Freiheit hat wieder geschrieben. Vagabundtruhe. Erstmal alles ins Lagerhaus. Guten Tag. Ihr verschafft mir gute Geschäfte. Kann ich die öffnen wahrscheinlich? Das erstmal einlagern. Warte mal, markieren. Markieren, markieren, markieren. Markieren. Ich glaube, hier habe ich unendlich Platz, oder? Oh, sobald ich darüber gehe, sind die Markierungen weg. Zerstörte Tierhaut. So. Die Kiste öffnen. Guck mal, jetzt haben wir nämlich die bessere Brechstange und alles. Das müssen wir bauen. Das müssen wir natürlich bauen. Was haben wir hier? Klamotten. Geflicktes Beinkleid. Ja.